Hallo, nach einer kürzeren Sommerpause weiter mit dem Crowdfunding-Talk. Ich habe mich gut erholt, ich hoffe, ihr euch auch und alle Zuseher und Mitarbeiterinnen von UNITV und natürlich von Vibrite. Da haben wir heute Daniel zum Gespräch hier im Crowdfunding-Talk. Vielleicht kannst du dich gleich mal kurz vorstellen, Daniel, bitte. Ja, hallo, ich bin Daniel Käsmacher. Ich bin Co-Founder des Startups Vibrite. Wir haben angefangen als Lernstift, der erste Stift, der vibriert, wenn man sich verschreibt. Warum wir uns dann umbenannt haben, kommen wir vielleicht später noch zu. Wir sind ein Münchner Startup und wir versuchen, die Welt des Schreibens zu verändern, muss man ganz bescheiden zu sagen. Genau, also ihr habt ein Produkt auf den Markt gebracht oder bringt es auf den Markt. Das nennt sich, wie heißt es jetzt, Vibrite oder Lernstift? Ja, wir heißen Vibrite als Firma. Wir entwickeln den Vibrite Genau. Lernstift. Wie gesagt, der erste Stift, der vibriert, wenn man sich verschreibt. Also ein Digitalstift, der sich mit einem eingebauten Computer, der sich mit Smartphones und Computern verbinden kann über Wi-Fi und Bluetooth und damit auch das Geschriebene, das analog geschrieben wird, nach wie vor gleichzeitig in die digitale Welt bringt. Und das ist eigentlich so der Clou. Und das Ganze ohne Spezialpapier oder so Zusatzboxen. Man braucht kein USB-Kabel mehr. Das passiert alles in Echtzeit. Und wir verbinden damit im Idealfall dann das analoge Schreiben auf Papier mit all den Möglichkeiten, die die digitale Welt so bietet. Das ist unser Ziel. Wir sind noch nicht am Markt. Es gibt einen Webshop, der online ist. Da verkaufen wir, bieten wir den jetzt schon an, im Vorverkauf sozusagen mit einem Lieferdatum Ende des Jahres. Aber dieses Jahr soll der Marktstart erfolgen. Und wir sind da mit ein paar Verzögerungen, wie das bei Hardware so üblich ist, eigentlich auf einem guten Weg. Wollten schon ein bisschen früher online sein. Aber ja, so wie das halt so ist. Wenn man die Welt verändern will, dann muss man kleine Schritte gehen. Und zwar war meine Frage, oder eine Frage von draußen war, ob es schon einen Prototypen gibt zum Lernstift und wie der funktioniert und wie sich der auch anpasst, diesen individuellen Schreibstilen auch. Also, weil jeder Mensch ja anders ist und auch unter Stress wiederum anders schreibt, also wie das funktioniert. Ja, also grundsätzlich, es gibt einen Prototypen. Wir haben den aktuell, benutzen wir den intern und auch in Beta-Tests mit ersten Kindern noch mit Nabelschnur. Das heißt, er bekommt seinen Strom noch hinten rein über ein blaues und ein rotes Kabel. Ganz wie im Konrad-Baukasten sozusagen. Der funktioniert derzeit recht gut auf Basis einzelnen Schreibers. Und was wir gerade machen ist, also wir haben die Grundtechnologie, die funktioniert. Was wir jetzt noch tun müssen, ist, die Erkennung so weit zu verbessern, dass jeder Schreiber im Grunde damit ab Werk, du packst ihn aus, du steckst die Batterie rein, los geht's, wunderbar arbeiten kann. Das ist eine Frage von Feintuning. Also da sitzen unsere Softwareentwickler fleißig daran, dass das funktioniert für jedermann und zwar sofort. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns ja mit dem Lernstift, also unserem ersten Produkt sozusagen, an Kinder richten und es da auch darum gehen wird, eine Normschrift, die für das jeweilige Land gilt, sozusagen als Grundlage zu nehmen, auch als Erkennungsgrundlage. Eine der großen Fragen ist immer, was ist denn mit dem Arzt, der ja grundsätzlich eine furchtbar miese Handschrift hat, wird er das denn auch erkennen können? Und da muss man natürlich sagen, wie das mit Spracherkennung und auch mit OCR-Systemen ist, es hat alles natürlich seine Grenzen und der Mensch ist meistens noch ein bisschen besser als der Computer. Aber wir benutzen ja eine Software, eine Handschriftenerkennungssoftware vom Weltmarktführer, von Vision Objects und die ist schon sehr gut. Also besser als das geht es weltweit nicht. Und nur vielleicht als kleiner Exkurs, unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, diese Bewegungssensoren, die Daten aus dem Bewegungssensor so aufzubereiten, dass sie übergeben werden können an diese Handschriftenerkennungssoftware. Und das ist im Grunde die Krux, an der wir arbeiten. Und später wird es tatsächlich so sein, dass der Stift sich nach und nach an den Schreiber anpasst, beziehungsweise lernt, wie schreibt denn Herr Gumpelmeier sein A, sein M, sein P und so weiter und so fort. Und die Erkennungsrate wird dadurch auch noch weiter verbessert. Das ist im Grunde dann das Ziel. Das heißt, ihr habt eigentlich schon auch noch einiges vor euch. Ja, definitiv. Jetzt habt ihr ja vor einem Jahr oder länger schon her eigentlich eine Kickstarter-Kampagne gemacht, also eine Crowdfunding-Kampagne, wo ihr im Grunde so auf Vorverkaufsbasis den Lernstift verkaufen wolltet. Insgesamt ging es da um, glaube ich, 100.000
1000 Euro das oder Dollar. Das Ziel, genau. Pfund waren es, genau. 120.000 Pfund, genau. Kickstarter UK war das. Und das hat ja nicht so geklappt. 26.000 habt ihr da zusammengebracht. Was waren da so die Gründe? Was glaubst du oder was habt ihr da so raus analysieren können? Also wir haben mehrere Erklärungsversuche oder Erklärungsgrundlagen. Das eine ist vielleicht das Timing, es war um die Sommerzeit. Das heißt, unsere Kernzielgruppe, die Eltern oder Erwachsene mit Kindern, waren wahrscheinlich im Urlaub. Wir waren lange nicht so weit damals. Also wir haben nicht, wie es bei Kickstarter ja oft einfach auch gewünscht ist, schon was nahezu Fertiges, wo man einfach nur nochmal feinjustieren muss, zur Verfügung gestellt, sondern wir waren auch irgendwo zwischen Idee und Realisierung. Es war schon vieles angestoßen, es gab schon Prototypen, die grundsätzlich funktioniert haben, aber noch lange nicht so weit, dass man sagen konnte, wir fertigen jetzt nochmal 3 Monate und fertig. Also wir konnten da, glaube ich, nicht mit etwas dienen, was so richtig passte, und womöglich haben wir die auch falsch angesprochen, die Kickstarter-Zielgruppe, die ja eher technologieaffin ist oder künstlerisch, und wir waren da irgendwo dazwischen. Und wir glauben, wir hätten vielleicht so ein bisschen mehr dieses schöne Familienwelt-Marketing-Gedöns rausnehmen müssen und vielleicht ein bisschen spitzer kommunizieren müssen, auch auf das Thema offene Entwicklerplattformen abzielend, weil das ja ein ganz großer Punkt ist für Entwickler, dass sie sagen, oh, cool, die lassen mich ran an die Daten, wir können da gemeinsam was entwickeln. Das ist total unser Ziel, also selbst das Produkt fertig zu machen, aber auch diese Welt aus Apps rundherum mit externen Entwicklern zu ermöglichen. Ganz eigene, verrückte Ideen auch damit sozusagen in die Welt zu setzen, auf die wir selbst gar nicht kommen würden. Und es hat nicht geklappt. Das ist auch gut im Nachhinein, weil es dann halt doch viel länger gedauert hat. Und wie man weiß, beim Crowdfunding, viele, viele, viele Projekte werden nie realisiert oder es dauert ewig. Die Leute warten, sind frustriert. Wir sind im Nachhinein dankbar. Wir haben allerdings auch, muss man sagen, über diese Kickstarter-Kampagne eine riesen Pressewelle nochmal losgetreten. Wir hatten am Anfang des Jahres 2013 tolle Presse bekommen. Zu dem Kickstarter-Projekt ging es nochmal fulminant weiter. BBC, CNN, ABC, rund um die Welt. Ganz, ganz toll. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Aber es brauchte einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt sind wir bei Seedmatch gelandet. Seedmatch hatte uns auch schon auf dem Radar damals. Da waren wir noch nicht so weit, haben sie auch gesagt. Und als wir dann Kontakt aufnahmen, stellte man fest, man mag sich. Seedmatch hatte das Gefühl, das wird ein erfolgreiches Ding werden, auch mit dem Stand der Technik, auf dem wir dann waren. Und das hat sich halt bewahrheitet. Wir liegen jetzt bei 490.000, glaube ich, Euro, die wir geraced haben. Sehr toll, mit der Crowd gemeinsam, mit den Menschen, für den Menschen, das weiterentwickeln zu können. Das reicht noch nicht ganz für unser Jahresbudget, aber wir haben damit einen sehr, sehr großen, wichtigen Schritt gemacht und macht große Freude. Vielleicht noch ein Wort zu den Prototypen, wenn ich darf. Wir haben einen YouTube-Channel eröffnet letzte Woche. Da sind ein paar Videos drin, die zeigen, wie der Prototyp aktuell funktioniert, mit zwei jungen Mädels, die sich bereits erklärt haben, unser Versuchskaninchen zu sein sozusagen, und den Stift im Zusammenhang mit einer App probieren. Und wir haben auch mal versucht aufzuzeigen, was noch für andere Möglichkeiten auch für Erwachsene möglich sind. Dass du zum Beispiel mit einem geschriebenen Kommando Word starten kannst und dann direkt deine Notizen in Word schreiben kannst. Oder meinetwegen auch einen Tweet senden per Handschrift aus dem Zug, aus dem Notizblock direkt in die digitale Welt. Das ist ganz rudimentär noch, das ist der Anfang, aber das soll einfach nur aufzeigen, was noch möglich sein wird und wie wir diesen Stift vernetzen werden mit der Digitalwelt und Kommunikation mit der Hand, mit der Handschrift in die Welt hinaustragen wollen. Wie gesagt, auch das ist ein Punkt, da werden andere Entwickler noch viel, viel, viele, viele andere Ideen haben, ob das nun Laserschwert-Simulationen sind auf Bewegungssensoren, also nutzt man diesen Stift dann später mal auch als alternativen Wii-Eingabedevice und so weiter und so fort. Wir hoffen da auf viel Inspiration von außen. Also es sind noch einiges offen sozusagen, beziehungsweise sind noch einige Ideen auch da. Weiß man schon, was das Ding dann kosten soll oder wird? Ja, also wir haben Wert darauf gelegt, dass der Stift auf keinen Fall über 100 Euro kostet, und wir können ihn herstellen und verkaufen für einen Endkonsumentenpreis von 99 Euro. Damit gehen wir an den Markt. Wir haben auch noch über größere Stückzahlen natürlich irgendwie Spiel nach unten. Wir gehen davon aus, dass wir in ein paar Jahren den Preis noch ein bisschen senken können. Aber wichtig war einfach, dass man zweistellig bleibt, und ja, so wird es kommen.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, ihr seid jetzt bei Seedmatch, das heißt, ihr seid von Crowdfunding oder Reward-Based Crowdfunding, wie das korrekt heißt in der Crowdfunding-Sprache, also von Prämien und Gegenleistungen, wie es bei Kickstarter der Fall ist, geschwenkt zu Seedmatch, einer Crowd-Investing-Plattform oder Equity-Based Crowdfunding-Plattform. Das heißt, ihr vergebt Anteile sozusagen an der Firma. Und das dürfte ganz gut funktionieren, weil ihr ja jetzt mittlerweile über 400%, also fast 500% von dem, was ihr eigentlich, womit ihr da reingegangen seid ins Crowd Investing, schon erreicht habt. Und das geht auch noch 9 Tage. Was glaubst du, was ist so der große Unterschied jetzt? Also warum investieren da jetzt Leute, jetzt unabhängig davon, dass ihr vielleicht vor einem Jahr noch nicht so weit wart, aber ist das in dem Fall interessanter, weil normalerweise sind ja diese Vorverkaufs Crowdfunding-Kampagnen eigentlich der Renner, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage von, was hat man als Ziel, als Unternehmen für ein Ziel. Bei Kickstarter ist das Volumen jetzt nicht so groß gewesen, dass wir uns vorgenommen haben und auch, dass wir geglaubt haben, erfüllen zu können. Und wir brauchten einfach ein bisschen mehr. Wir haben dann auch gesagt, wir beschränken uns mal auf was Nationales. Also wir sind eine deutsche Firma mit sehr großem internationalem Potenzial. Unser Team ist komplett international, ganz Wahnsinn. Total schön. Aber wir sind halt aus Deutschland, in Deutschland. Und der Trend dieses Crowdfundings, das equity-based ist, wobei das auch nur halb wahr ist, weil es sind nicht wirkliche Anteile, sondern es sind Anteile am Gewinn, die ausgeschüttet werden. Genau. Das ist das Schöne für uns als Startup natürlich, dass wir quasi in Kontrolle der Firma bleiben. Aber mit den Leuten, die uns unterstützen, gemeinsam profitieren. Also es haben alle was davon im Endeffekt. Es ist eine Trendgeschichte und ich glaube, dass die Leute auch suchen nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Anlagemöglichkeiten heutzutage, die nicht eine Bank sind, ein Fonds oder was auch immer es ist, wo sich ja jetzt auch feststellen ließ, dass das alles nicht mehr so sicher ist. Und ich glaube, die Risikobereitschaft in Deutschland ist noch ein ganz weites Stück hinter denen in den USA zum Beispiel, aber es geht da in die richtige Richtung. Die Erwartungshaltung ist schon, dass das Produkt nahezu fertig ist, einfach weil das Risiko zu groß ist. Darauf achtet auch Seedmatch. Die suchen sich auch nur Projekte oder Firmen raus, bei denen sie selbst das Gefühl haben, das ist fundiert. Der ganze Prozess ist ein ganz anderer. Ich muss auch sagen, Kickstarter, wir waren ein bisschen enttäuscht von Kickstarter. Es hieß erst, ja, meldet euch, wenn ihr noch Hilfe braucht, und dann war über den ganzen Funding-Zeitraum eigentlich niemand mehr da, mit dem man mal sprechen konnte, wo man mal sagen konnte, hey, es läuft nicht so richtig, was kann man machen, habt ihr Tipps? Und Seedmatch ist da ganz anders rangegangen. Erstens haben sie uns auf Herz und Nieren geprüft, unser Businessplan hat sich wesentlich verbessert, die ganzen Kennzahlen für die Investoren auch sehr, 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 sehr viel sicherer. Und zum anderen werden wir begleitet. Die machen Presse für jedes ihrer Startups. Die sagen uns, Leute, das funktioniert so nicht. Unsere Erfahrung ist so und so. Lasst uns die Informationen anders aufbereiten. Und da sind wir wirklich, das ist eine richtige Partnerschaft zwischen dem Startup und Seedmatch selbst. Und das fanden wir toll, finden wir bis heute toll. Und da haben wir... Den letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden, aber das dürfte wieder an meiner oder deiner Verbindung gelegen sein. Aber, eine gute Partnerschaft mit Seedmatch, das konnte ich noch mitnehmen sozusagen. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass sich da sehr viel tut auch und dass da auch natürlich die Projekte sehr, sehr genau von den Plattformen auch angesehen werden, also zumindest jetzt bei Seedmatch. Dennoch ist die Frage hier aufgetaucht von unter anderem von Michael Gerloff, zu den Risiken und zu Insolvenzen und so weiter, also auch zu schlechter Meinung. Also ich stelle jetzt die Frage, so wie sie Michael gestellt hat, wie schätzt Daniel die Risiken der Crowd ein, wenn die Crowd durch einige Meinungsmache in Richtung Produkt ist nicht so toll gebracht, wie es bei Kickstarter und dem Lernstift wohl war? Wie schätzt du das ein? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also was ist gemeint? Ob das Produkt nicht so gut ist wie die Erwartung? Genau. Oder... Ja, das ist natürlich eines der großen Probleme, die man hat, wenn man nicht Google ist und jahrelang entwickeln kann und Millionen irgendwie in ein Projekt stecken kann. Und selbst Google kriegt es dann nicht hin, das 100% toll zu machen.
wir sind ein Startup, wir bleiben ein Startup, wir bleiben auch, das möchten wir nach Möglichkeit möglichst unabhängig, wir wollen kein globalisiertes Unternehmen sein von Anfang an, wir möchten natürlich in die Welt, aber wir sind und bleiben ein kleiner Player. Wir sind angewiesen auf Partnerschaften, wir haben tolle Partner, was die Produktentwicklung und die Fertigung angeht, gewinnen können, wir haben da sehr viel Goodwill aus der ganzen Welt erfahren, aber natürlich kann es sein, dass die Erwartungen, und das haben wir schon gemerkt, riesengroß sind, so es gibt ja verschiedenste Interessenten. Es gibt die technologieaffinen Leute, die sagen, oh cool, ein besserer LiveScribe-Stift, also kein teures Spezialpapier, keine Geräte, Echtzeit funktioniert, toll. Finden viele Erwachsene gut. Viele unserer ersten Kunden sind aber auch Mütter, wie du und ich sozusagen, oder wie meine Frau, die sich einfach erhoffen, dass dieser Stift ihren Kindern hilft bei ihren wirklich gravierenden Lernproblemen. Legasthenie ist ein ganz großes Thema. Da herrscht viel, viel Hoffnung. Wir sind sehr vorsichtig. Wir sagen auch jedem, der das äußert, wir können überhaupt nicht darstellen, dass wir ein Bildungsprodukt sind aktuell. Aktuell sind wir eine tolle technologische Neuentwicklung mit der Möglichkeit, Kindern das Lernen interessanter, spannender, involvierender zu machen. Das Lernen müssen zu einem Lernen können auf andere Weise zu verbinden. Und die Welt der Apps, weiß ich aus eigener Erfahrung, mein Sohn ist 4 und seit er 2 ist, glaube ich, ist er iPhone und iPad native. Der slidet sogar den Flatscreen-Fernseher. Apps sind wahnsinnig beliebt und wir glauben, dass wir mit einem Produkt, das gut funktionieren wird, nicht perfekt sein wird, auch nicht perfekt in der Hand liegen wird, weil die Batterien aktuell noch hinten liegen, trotzdem das Signal senden können, dass es eine ganz, ganz tolle Welt ist, die da aufgeht in der Verbindung von Schreibgerät und Apps. Und da werden sicherlich einige Erwartungen enttäuscht werden. Aber nur weil wir mit dem ersten Produktaufschlag nicht 100% perfekt sind, heißt es ja nicht, dass das zweite, dass wir uns nicht weiterentwickeln können und Weiterentwicklung einfach dann auch besser werden. Wir glauben, das ist managebar und wir werden damit wir stoßen damit auch ein völlig neues Tor auf, eine völlig neue Welt an Technologieverbindung. Und wir sind ganz guter Dinge, dass die Leute mit uns gehen. Wir mussten ja auch schon einige Besteller ein wenig vertrösten, was die Lieferzeiten angeht. 90% davon haben gesagt, alles klar, kein Problem, wir verstehen das, wir glauben an euch, macht weiter, wir warten. Haben auch angeboten, zum Teil das Geld einfach zurückzuerstatten. Gesagt, 90%, über 90% haben gesagt, wir bleiben dabei, macht weiter so und da glauben wir auch liefern zu können. Okay, ich hab hier noch mehrere Fragen aus der Crowd sozusagen, aber die Zeit ist schon fortgeschritten, auch durch den Ausfall von mir vorhin. Aber ich nehme jetzt noch kurz die Zeit, da noch eine Frage zwischenzustellen. Also was Michael eigentlich meinte, waren Meinungsmacher, die im Vorfeld meinten, das Produkt wird nichts werden können oder nicht gut werden können, ob dadurch was beeinträchtigt wurde. Und dann gab es noch auch eine Frage zur Insolvenz, dass die Insolvenzrate halt bei Startups sehr groß ist oder dass es Startups nicht schaffen. Möglicherweise, wenn das eintreten würde, wie würdet ihr dann an eure Investoren herantreten? Also da war der Vorschlag, ob man die dann ins Boot holt oder wie kommuniziert ihr mit denen? Wie kreativ seid ihr da? Also kommunikativ? Wir haben zum Beispiel haben wir jetzt angefangen einzuladen, unsere Seedmatch-Investoren bei uns vorbeizukommen. Wir machen eine Lotterie. Also es gibt ja über 400, 450. Wir können die nicht alle einladen. Dazu ist unser Büro nicht groß genug. Aber wir werden einige vor Ort haben, dass die selbst mal anprobieren und ausprobieren können. Wir bemühen uns um möglichst intensive, direkte, offene Kommunikation. Wir sind jederzeit, beantworten wir die Fragen gerne, auch wenn das teilweise bei Seedmatch ein bisschen gestockt hat, einfach weil auch noch ein bisschen was anderes zu tun war. Wir werden nicht scheitern. Wir haben, das sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz selbstbewusst, wir haben noch in vielen Gesprächen, was Anschlussfinanzierung angeht, ein großes Thema, weil wir mit der Crowd allein wohl das Ziel dann doch nicht erreichen werden, die Millionen, die wir dieses Jahr eigentlich brauchen. Okay. Da laufen Gespräche, da ist die Insolvenz eigentlich aus unserer Sicht aktuell keine drohende Gefahr. Der Zeitdruck ist einfach jetzt da. Wir haben der Welt etwas versprochen oder etwas angekündigt, das wir jetzt erfüllen müssen und das wir auch selber natürlich auf die Straße bekommen wollen. Und daran arbeiten wir jetzt und dem sind die nächsten Monate gewidmet. Und wir werden nicht scheitern. Gute Einstellung natürlich, die sollte wahrscheinlich jedes Startup haben.
Nichtsdestotrotz bleibt euch ja noch, habt ihr ja noch ein bisschen was vor. Ich würde jetzt gerne noch die eigentlich die letzte Frage schon stellen und hoffe, dass auch vielleicht die eine oder andere unbeantwortete Frage dann noch mit dir direkt geklärt werden kann, beziehungsweise auch auf UniTV unten in den Kommentaren gerne auch noch schriftlich vielleicht zu lösen ist. Aber die letzte Frage, die ich stelle, die ich jedem Crowdfunder und jeder Crowdfunderin stelle hier im Talk, ist, welche Tipps ihr geben könnt, wie man sich auf so eine Kampagne vorbereiten kann. In dem Fall vielleicht sogar in beide Richtungen, also Crowdinvesting und Crowdfunding. Hast du da noch irgendwie zwei, drei Tipps für angehende Projektinhaber? Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Ding ist, das ist so ein bisschen meiner Herkunft geschuldet. Ich komme aus der Werbung, also aus der Kommunikation. Es ist ganz wichtig, dass man es hinbekommt, das Versprechen, den Nutzen seines Produktes, seiner Idee ganz scharf zu formulieren, ganz, ganz, ganz trennscharf und für jeden verständlich. Und nicht zu denken, ich kommuniziere jetzt erstmal nur mit Investoren oder ich kommuniziere jetzt erstmal nur mit Müttern und Kindern, weil es ist immer eine Mischkalkulation. Wenn man am Start ist, am Anfang eines Unternehmens, man muss einerseits Investoren generieren, Leute, die bereit sind, Geld zu investieren, um das voranzutreiben. Aber man muss auch immer im Auge behalten, was am Ende dabei rauskommen muss. Und das ist ein Produkt, etwas, das ich verkaufen muss, etwas, das, dessen Relevanz sich jeder ganz, ganz schnell klar werden muss. Und das ist auch Teil einer Seedmatch-Kampagne. Es muss deutlich werden, was es ist, was dahinter stecken kann, wo es hinwachsen kann. Und ja, es darf nicht irgendwie wischiwaschi sein. Es muss ganz, ganz klar umrissen sein, dass die Business-Zahlen sind, in die man eintaucht. Aber im Idealfall überzeugt man auch einen Investor ja schon irgendwie mit einem Satz, dem Elevator-Pitch sozusagen. Und wenn der sitzt, dann ist der Rest eigentlich nur noch Fleißarbeit und Akribie, das aufzubereiten und gut zu strukturieren und darzustellen. Mhm. Vielen Dank, Daniel. Klingt spannend, alles, was ihr macht, und ich bin auch schon wirklich gespannt drauf, was da noch kommt. Also gerade wenn du auch so diese offenen Schnittstellen ansprichst und die Möglichkeiten, die so ein Stift vielleicht noch inne birgt oder die dann noch kommen können. Euch viel Erfolg, das wünschen übrigens auch die Leute, die hier Fragen gestellt haben. Ja, genau. Noch kurz mal das Logo gezeigt, das haben wir vorher in der kurzen Zeit der Technikvorbereitung nicht mehr reingekriegt in die Bauchbinde, aber ihr könnt euch ja informieren auf vibrite.com beziehungsweise natürlich auf die Seedmatch-Seite gehen und da die nächsten Tage noch mit einsteigen. Alles andere haben wir hoffentlich, oder hat Ocean, die ja hier im Hintergrund auch noch dabei ist, hoffentlich getwittert über den UniTV-Account, Twitter-Account, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch in zwei Wochen wieder zusehen. Da geht es weiter mit dem Crowdfunding-Talk und rechtzeitig informiere ich euch darüber, wer der nächste Gast ist auf ununi.tv. Einen schönen Tag dir, Daniel, und euch da draußen. Tschüss, danke. Gleichfalls. Tschüss, tschüss. Ciao.